Ich habe bereits einmal 10 Outdoor-Gadgets von Demo bestellt und getestet. Mein Fazit damals, 8 von 10 Produkten waren durchaus brauchbar. Also eigentlich ein positives Ergebnis. Und weil das Video so gut angekommen ist und ich auch von 8 Produkten begeistert war, habe ich nochmals einige Outdoor-Gadgets bestellt und teste das für euch. Vom Ablauf machen wir es genauso wie im letzten Video. Ich packe zuerst einmal aus, zeige euch die Produkte und anschließend werden wir sie kurz testen. Wie immer alles bei Temo irgendwie in einen Sack reingeschmissen und fertig. So, was haben wir hier zuerst? Okay, meine Frau hat mitbestellt, das ist irgendein T-Shirt oder so für sie. Das wird natürlich nicht getestet. Weg damit. So, da haben wir schon das erste. So ein, wie sagt man dazu, Pouch, glaube ich, nennt man das. Habe ich mir geholt, ein Erste-Hilfe-Pouch. Qualitativ, irgendwie cool. Schauen wir uns dann später genauer an. So, was haben wir hier? Damenschuhe für die Frau, natürlich. So, hier dann Paracord. Sollen 30 Meter sein, bin ich gespannt, ob das vernünftiges Paracord ist, so wie das, was ich habe. Schauen wir uns auch an. Ich liebe das, wollte ich immer schon einmal machen. Eine verbeulte Schachtel, was ist hier drin? Yes, na. Okay, eine Sonnenbrille, auch von der Frau bestellt. Gehen wir auch da auf den Frauenstoß. Nochmal Schuhe, ebenfalls von der Frau bestellt. Ich glaube, die Frau hat mehr bestellt als ich. Schauen wir weiter. So, ja, das sind Gurte, Baumgurte für eine Hängematte. Die müsste da auch drinnen sein irgendwo. Wobei ich sagen muss, die Hängematte selbst werde ich heute nicht testen, denn dazu möchte ich wirklich ein komplett eigenes Video machen. Aber schauen wir weiter, was haben wir hier? Keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Das ist ja wie Weihnachten. Noch einmal eine Sonnenbrille von der Frau. Okay, sorry. Auch das dürfte irgendwas von der Frau sein. Die hat wirklich... Bitte, wenn irgendwer mitzählt, zählt's mit, wer mehr bestellt hat, ich oder meine Frau. Göffel habe ich mal bestellt, aus Titan. Und was mich jetzt überrascht, ich habe eigentlich geglaubt, das ist nur einer, aber da sind 1, 2, 3, 4, glaube ich, sogar drinnen. Ja, schauen wir uns auch an, dann später. Ja, überrascht mich. Preise sage ich euch natürlich dann auch nachher dazu. So, was haben wir hier? Ah, das sind so wasserdichte Verpackungssäcke sollen das sein, in verschiedensten Größen. Sowas, wo man eben Sachen reingeben kann und dann irgendwie, also nicht, na, das ist glaube ich keiner. Genau, sowas ist das. Sowas, wo man Sachen reingeben kann. Die Sachen kann man dann irgendwie zusammenrollen, glaube ich, und dann so zusammenklipsen und dann soll das Ganze wasserdicht sein, in den unterschiedlichsten Größen. So. Weiter geht's, was haben wir hier? Ah, auf den war ich schon sehr gespannt, nämlich einen Spirituskocher. Den werden wir uns dann vergleichen mit dem Trangia, ob der ähnlich ist, aber ja, schauen wir uns an. Dann eine kleine
klappbare Schaufel. Auch für draußen zum Mitnehmen. Auch für draußen zum Mitnehmen. Ups, zum Ausklappen. Ich sag mal so, der Gedanke für diese kleine Schaufel ist, das soll eine Kackerschaufel sein. Eine Kackerschaufel. Ja. Das hier, glaube ich, ist wieder was, was die Frau bestellt hat. Ja, so. Dann. Ja, das passt dann auch schon. Und das hier wird dann logischerweise die Hängematte sein. Mit Moskitonetzchamber und so weiter und so fort. Nein, da habe ich noch Kleinigkeiten vergessen. Das sind so kleine, wie soll ich Ihnen das sagen? Ich zeige es euch. So kleine Haken, mit denen kann man Tab zum Beispiel abspannen an Punkte, wo man eigentlich keine Ösen hat oder so irgendwas. Ob das was Gescheites ist, naja, ich lasse mich überraschen. Schauen wir uns an. Und dann habe ich hier noch extra dazu bestellt für diesen Spirituskocher so ein Spirituskreuz für oben drauf zum draufgeben. Also ein Topfkreuz, glaube ich, sagt man da dazu. So, das war es jetzt aber wirklich. Und jetzt schauen wir uns die Produkte im Detail an. Dann, meine Lieben, sehen wir uns diesen Spiritusbrenner einmal etwas genauer an. Vom Gewicht her fühlt er sich, glaube ich, leichter an als die echten Brenner. Ich habe hier ja einen. Nein. Nein, die sind gleich schwer. Die sind gleich schwer, würde ich sagen. Das ist ein Original Trangia Spiritusbrenner. Von der Größe her. Auch komplett gleich. Also die sind wirklich komplett identisch. Der Originalbrenner hat oben so einen Deckel. Schauen wir mal, was hat der da? Auch ebenfalls oben ein Deckel. Okay, super. Und der Original einfach zum Aufschrauben. Sieht dann so aus. Und der Nachbau. Ja, sieht genauso aus. Also wenn ihr euch das anschaut, da, die sind wirklich 1:1. Ich sehe da vom optischen her, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Unterschied. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ehrlich gesagt, ich bin positiv überrascht, dass der um den Preis, ich glaube 8 Euro hat der kostet, qualitativ so hochwertig wirkt, sagen wir es einmal so. Also so vom Vergleich her nicht viel Unterschied. Originaldeckel hat hier diese Klappe, um die Flamme theoretisch kleiner stellen zu können. Und ansonsten hat er hier dieses kleine Nippelchen hier, um dann eben das rausschmeißen zu können zum Ablöschen der Flamme. Der hier, okay, das finde ich cool. Der hat einen richtig schönen ausklappbaren Griff hier. Der Deckel selbst, okay, andersrum, schaut's her. Lässt sich so auch wie das hier öffnen, nur mit einem großen Unterschied. Hier hat man einen richtig tollen Griff, um ablöschen zu können. Also das ist eine super geniale Lösung. Da könnte sich hier der Trangia sogar noch was abschauen davon. Das ist eine super geniale Lösung. Das finde ich nicht schlecht. Okay, so die Deckel selbst. In beiden eine Dichtung drinnen. Auch kein Unterschied. Ich schätze mal, wahrscheinlich das Gewinde wird sogar gleich sein. Also ich vermute mal, dass der Originaldeckel hier wahrscheinlich sogar drauf geht. Ja, habe ich mir gedacht. Also nicht schlecht.
ausprobieren selbst, werde ich das Teil jetzt hier in der Wohnung, möchte ich das nicht machen. Dazu wird es dann einmal ein eigenes Video geben, wo ich mit dem Ding einmal rausgehe. Ich bin ja immer auf der Suche nach einer kleinen, kompakten Lösung und das schaut mir schon einmal ganz, ganz gut aus auch. In Kombination dann mit dem zweiten Teil, mit dem hier, und das ist das sogenannte Topfkreuz. Und meines Wissens muss man das nur hier ineinander stecken, bei den Steckverbindungen, genau, und dann einfach da oben drauf stellen. So, genau. So sieht das Ganze dann aus. Okay, es wirkt richtig stabil, muss ich sagen. Und ich schätze mal, dass dieses Topfkreuz wahrscheinlich auch auf diesen Kocher ohne Probleme drauf passt. Ja, perfekt. Eine perfekte Lösung. Ich glaube, 1,80 Euro oder so irgendwas, das Topfkreuz hier. Perfekte Lösung, muss ich sagen. Richtig cool. Und da kann man dann natürlich seine Töpfe, ich nehme da jetzt einmal einen raus, seine Töpfe entsprechend draufstellen. Das hält super. Da mache ich mir keine Sorgen, dass da irgendwie was runterfällt. Ja, das Einzige, was man halt hier nicht hat, ist ein Windschutz rundherum. Werfen wir jetzt einen näheren Blick auf meine Göffel, wo ich überrascht war, dass es so viele waren. So, wie viele sind es jetzt wirklich? Sogar ein kleines Dings. 1, 2, 3, 4 Göffel aus Titan sollen die sein. Mit einem kleinen Sackerl dazu, ja, zum Reingeben, gut, okay. So. Also die überraschen mich wirklich extrem. Von denen bin ich wirklich absolut positiv überrascht, weil die wirken wirklich sehr, sehr stabil. Optimal auch von der Größe her. Wenn ihr euch da zum Vergleich das hier anschaut, das letzte Mal habe ich das hier mitbestellt, wo ich gesagt habe, das ist so ein Produkt. So, schaut euch jetzt einmal die Löffelgröße an. Ich hoffe, man sieht das über die Kamera. Das ist so kaffeelöffelmäßig und das hier ist ein vernünftiger, normaler Löffel. Und das macht dann Sinn. Das macht auch einen Sinn. Das hier macht wenig Sinn. Es ist super, dass ich eine Gabel dabei habe. Es ist super, dass ich ein Messer dabei habe. Aber hier dieser kleine Löffel, wenn ich da eine Suppe essen will, wie gesagt, Kaffee umrühren oder so, für das okay, aber das ist eher, naja. Wahnsinn. So schaut Begeisterung aus. Wie man sich über ein paar blöde Löffel freuen kann. Geil. Richtig, richtig geil. Sehen wir uns den Bau schon mal ein bisschen genauer an. Da möchte ich gerne gemeinsam mit euch einmal einen Livestream machen über den Inhalt, nämlich was da alles reingehört. Ich habe nämlich ehrlich gesagt, klar, ein bisschen weiß ich, so das Grobe weiß ich, aber mir wäre wichtig zu wissen, was ihr noch reingeben würdet in das Ganze. Da müsste doch... Hä? Ich kann... Hier ist komplett zu, ich verstehe das jetzt nicht. Hier ist komplett zu. Kann ich das aufschneiden? Warum ist das zu? Oder verstehe ich da irgendwas nicht ganz? Ah, da ist ein Klettverschluss, schaut's her. Da ist ein Klettverschluss, den kann man mal runtergeben. Was natürlich Sinn macht, weil wenn ich mir das auf den Rucksack drauf gebe, dann kann ich das Teil jederzeit, wenn Bedarf ist, runterreißen. Das ist ja cool. So, und das hier ist dann, genau, jetzt geht auch hier der Klettverschluss auf und jetzt ist die Tasche auch offen. Okay, jetzt macht das Ganze Sinn. So, hier ist wirklich jede Menge Platz drin. Schaut her, jetzt habe ich es ganz offen. Jetzt haben wir es geschafft. Hier ist jede Menge Platz drin, da ist noch einmal so etwas zum Zumachen. Hier ist ein Extrafach, hier ist ein Extrafach, dann ist hier noch einmal, was ist denn das? Kann man das doch rausgeben? Nein.
Hier ist dann noch einmal ein extra kleines Fach, wo man auch irgendwie Sachen reingeben kann. Okay. Auch nicht schlecht. Hier sind dann ein paar so Dinger noch, so Schlaufen. Hier genauso. Hier ist dann auch noch einmal ein Fach. Also das kann man sich ganz, ganz toll einrichten. Und zudem eben, wie gesagt, möchte ich einmal einen Livestream machen, wo wir uns das wirklich gemeinsam einrichten, anschauen. Ihr sagt mir dann, was noch dazu gehört, was reingehört. Und ja, auf das freue ich mich schon sehr. Cool. Preis, ich glaube 12 Euro. So irgendwas. 12 Euro, glaube ich. Dann sehen wir uns einmal das Paracord an. Das ist das Paracord, das ich habe. Das ist das, was ich jetzt von Demo gekauft habe. Okay, was mir mal auffällt, es ist, glaube ich, dicker. Schauen wir mal. So. Das riecht ein bisschen, das stinkt ein bisschen streng. Es hat aber, glaube ich, denselben Durchmesser wie das hier. Und jetzt werden wir das Ganze mal anschneiden, denn Paracord muss innen drinnen lauter einzelne Fäden haben. Das hier hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, glaube ich. Und jetzt bin ich gespannt, was das hier Fäden hat. Schneiden wir es einmal auf, das Ganze, und schauen wir es an. So, wenn man will, dass die Fäden rauskommen. Okay. So, da haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genauso viel. Das heißt, es ist eigentlich genau dasselbe Zeug wie das hier. Das ist wirklich genau dasselbe Zeug. Der Unterschied, das hier über Amazon kostet 20 Euro, das hier über Temu kostet 7 Euro. Aber es ist genau dasselbe. Jetzt kommen diese kleinen Clips auch hier. Ich werde hier mal ein Stück Paracord montieren an diesen kleinen Clips auch. So, und jetzt hat man hier diesen Clips und den macht man dann hier auf. So, dann hat man hier die Krokodilklemme. So, und genau hier an dieser Stelle werde ich das Clipsal jetzt einfach mal anmachen. Was mich ein bisschen stört bei diesem Clipsal ist, dass die Klemme nicht aufbleibt, sondern ich muss sie immer so künstlich aufmachen. Künstlich halt händisch aufmachen, dann das drauf und zumachen. So, und wenn man dann an dieser Stelle hier zum Beispiel irgendwo in der Mitte, und die ist jetzt zum Beispiel hier wäre, und ich hier aber abspannen möchte, dann sollte man hier eigentlich anziehen können. Okay. So, ich probiere es noch einmal. Vielleicht habe ich ja Pech gehabt. Aber das, glaube ich, ist wieder so ein Produkt, wo ich sage, absoluter Schrott. Ich befürchte Schlimmes. Weil einfach so ein bisschen anziehen und das ist, geht runter, das geht gar nicht. Festklemmen. Ich ziehe nur ganz leicht an. Ganz leicht. Ja, das ist. Das ist ein klassischer Fehlkauf. Die braucht es nicht ausprobieren. Die sind wirklich Schrott. Kann man vergessen. Aber preislich diese 10 Stück, ich glaube 3 Euro, nicht viel verhaut. Ich habe mir gedacht, ich probiere es, weil der Gedanke an sich ja nicht einmal so schlecht wäre. Ja, Leute, dann testen wir mal diese wasserfesten Beutel, ob die auch wirklich wasserfest sind, ob die funktionieren. Ich habe hier ein altes Geschirrtuch trocken. Das geben wir hier jetzt einfach mal in den Beutel rein. In den Beutel rein. Wir klappen den Beutel zu, so wie es sich gehört. So zusammenrollen und dann vorne
so zusammen verschließen. Und das sollte eigentlich alles wasserdicht sein. Und ob es das wirklich ist, das schauen wir uns jetzt beim Waschbecken an. So, Waschbecken, feuerfrei. Wasser läuft drauf. Und wenn ihr euch das anschaut, es perlt sogar ab vom Sack. Eigentlich habe ich geglaubt, der wird wahrscheinlich komplett nass werden. Was interessant ist, ist hier diese Verschlussgeschichte. Ja. Was ich mich frage, ist, wie lang diese Versiegelung hält. Aber es schaut im Moment schaut's gut an. Dann unten die Nähte. Auch da könnte ja Wasser hinkommen. So, und dann packen wir aus das Ding und schauen wir rein, ob es trocken ist, unser Tuch. Aufmachen. Aufmachen. So, ich schaue rein. Ich nehme das Tuch mit zwei Fingerspitzen heraus und es ist... komplett trocken. Ja, absolut komplett trocken. Super geil. Gefällt mir gut. Ist natürlich super, wenn man draußen unterwegs ist, um seine Reservekleidung oder irgendwelche anderen Dinge da drinnen mitzunehmen, die nicht nass werden sollten. Ich glaube, die Packung mit 3 oder 4 verschiedenen Größen, was da drinnen sind, hat glaube ich 3 oder 4 Euro gekostet. Also preislich Wahnsinn. Dann fehlt noch genau ein letztes Gadget und das ist die Hängematte, die ich, wie gesagt, in einem eigenen Video noch ganz genau draußen mal austesten möchte. Ja, ein kurzes Fazit. Auch dieses Mal bin ich bis auf ein Produkt von den Produkten wirklich überzeugt. Und ich glaube, das liegt aber ganz einfach daran, dass der Großteil aller Produkte heutzutage sowieso aus China kommen. Dass Temu eine sehr, sehr schlechte, negative Kritik hat, kann ich nachvollziehen bezüglich eventueller Kinderarbeit in China, schlechten Arbeitsbedingungen, ich weiß es nicht was alles. Da gibt es aber eh genug Videos über das Ganze und das muss jeder einfach mit seinem Gewissen selbst vereinbaren können, ob er über Temu bestellt und sich dadurch ein paar Euro erspart. Oder ob er sagt, nein, er greift lieber auf Amazon-Produkte oder auf sonst irgendwas zurück. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das war's wieder mit diesem Video. Ihr wisst, was ihr machen müsst, oder? Liken, abonnieren und was soll ich sonst sagen? Außer Ciao, Gagau.